Da ist nichts drin. So, war das die ganze Quest? Waren hier nur drei Leute? Nicht viel los, ja. Dietrich Gold. Ne. Und jetzt haben wir hier noch so noch ein bisschen plündern hier. Kohl brauche ich nicht, Kartoffeln auch nicht. Fast nicht. Das nicht. Das nicht. Ist ja leer. Super. Pilze. Was lernen wir hier? Schleichen. Sau stark. Jawohl, Level up. Direkt verteilen. Neue Stufe. Diesmal wieder Gesundheit. Okay. Leichte Rüstung. Das Ranzoomen bringt noch nicht so viel. Dafür brauche ich noch 40. Entweder ich mache Einhänder noch besser, aber ich denke mal, ich mache Schlossknacken hier. Novizenschlösser knacken. Bratspieß. Bratspieß. Fass. Mehl. Ist leer. Die entschärfen wir erstmal und dann. Oh, eine Schatzkarte. Silberne Saphir-Heißkette. Lederhelm. Uiuiuiuiui. So, haben wir hier noch was? Bier. Das ist Käse. Ich brauche diesen komischen Met für den Typen. Ziegenbein. Ist hier unten noch geringes Magika. So, so. Hätten wir das doch geschafft. Dann nehme ich dem jetzt noch ein bisschen von seiner schweren Stahlrüstung ab. Stahldolch, Stahlschild, Ruhe in Frieden. Und vielen Dank. Hinaus nach Himmelsrand. An den Rand des Himmels. So. Drachenfeste, jawoll. Mal die Quest abgeben. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ich wollte natürlich auch noch fix die Schatzkarte anschauen. Schatzkarte 6, 4. Aha. Ja, das ist doch bestimmt das, wo wir jetzt sind. Die Mühle und da hinten den Berg, ne? Aha. Das werden wir doch gleich mal schauen, ob da irgendwas ist da oben. Kriegen Sie, was Sie verdienen. Erstmal Belohnung abholen und Zeug verkaufen. Hallo? Was benötigt ihr? Banditenanführer ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Sehr gern geschehen, mein Jarl. Wieder nur 100, ey. Lass dir von Pominus Avenigi das Kopfgeld geben. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Und wo ist der Avenigi-Typ hier? Ja. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Was ist die Geschichte dieser Stadt? Stadtviertel? Warum ist... Sind die Graubärte? Was heißt denn Drachenblut zu sein? Genießt euren Besuch. Irgendwie will da mir nichts geben. Ach guck mal, haben wir da aufgeräumt hier. Tut mir aber leid. Müssen sie wohl nochmal aufräumen. Der Schlachterfisch. So. Blöpp. Ich hoffe, die haben noch nicht zugemacht, der Schmiede da. Halt doch die Fresse. Mist, der Markt ist schon zu. Komm, sei noch da, verkauf noch was. Oh, sieht schlecht aus. Ah, doch, ist noch offen. Zum Glück. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom... Wollt ihr euch schützen?
oder Schaden austeilen. Ich will Geld verdienen. So, was haben wir denn jetzt hier so? Eisenbahn, Eisenerz, Eisenfuchs, Fisch, kaiserliche Stahl. Verkaufen, verkaufen, Lederhelm, weg, orkische Streitaxt, weg, Pelzschild, Stahlbahn, behalte ich Stahl, Dolch weg, Stahlhelm weg, Stahlrüstung weg, Stahlstiefel weg, Stahlschild weg. So, sieht doch schon viel besser aus. Es ist schön mit euch Geschäfte zu machen. Ab nach Weißlauf. Und jetzt gucken wir mal. Ja. Hallo, wieso stehst du jetzt plötzlich draußen? Hau doch ab. Hier hin. Ein Dedra-Helm. So, und jetzt? Da so schräg den Berg auf. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. So, Bücher, Schatzkarte. Da haben wir da die Windmühle. Und da muss man da links den Berg hoch und da oben auf den Vorsprung. Da, zu dem Vorsprung. Ich bin krank. Könnte dadurch sein. Aktive Effekte hier. Waffenfertigkeit. Felsenhaxe. Super. Ich bin bestimmt schon zum Skeeboard oder von so einem Wolf oder so. So, na dann gucken wir mal dann auf, ob da wirklich was ist. Mann. Ist ja direkt wieder außer Atem hier. Felswand hochklettern. So. Dann hier rum. Ich speichere mal wieder. Lange nicht gespeichert. So. Und jetzt da aus die Felsspitze. Hier müsste dann irgendwo was sein. Da ist eine Truhe, ist ja Wahnsinn. Hier ist die Truhe. Amethyst, Eisenbahn, Gold, Seelenstein, Silberring, Jagdbogen der Seelen. Ja, sehr schön. Das ist natürlich nice. Von hier aus hat man auch einen schönen Blick. Ach, ist das hübsch. Schönen Blick auf die Stadt. So. Was machen wir nun? Jetzt kann ich eigentlich die Schatzkarte, eben die mich irgendwann mal wieder verwirrt, hoch. Kann ich die fallen lassen? Ich schätze mal, dort werde ich die auch nicht wiederfinden. Und den Jagdbogen Waffen. Den lege ich mit als Favoriten fest. So, und jetzt gucken wir mal, was wir noch so an Quests haben. Wir haben noch das. Bring ein Schwarzdornmet. Keine Ahnung, wo ich das Schwarzdornmet herholen soll. Ich glaube, ich gucke mal auf die Karte. Was haben wir denn hier noch so? Horigstadt. Ich glaube, ich reise mal nach Falkenring. Guck mal, was es hier noch so für Quests gibt. Ob ich hier noch jemand helfen kann oder irgendwas. Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. So. Mit Sturmmantel habe ich viele davon kennengelernt. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Ihr sagt, ihr hört Frederial. Ihr sagt, es gibt eine Verschwörung gegen nicht euch. Gegen mich, gegen ganz Falkenring. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Letzte Nacht habe ich Lot den Schmied einen Brief schreiben sehen. Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Seid ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht in Lots Haus ein und besorgt diesen Brief. Gut. Ihr wart früher der Jarl? Ja, vor nicht allzu langer Zeit.
Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jarl laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sidgeier. Der ist ein wahrer Freund Sirodiils. Ja, super. Passt auf, was ihr sagt! Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. So, dann speichern wir mal. Es sieht mich gerade keiner, dann kann ich hier reingehen. Schleiche ich mir mal ein wenig rum. Alter Freund, ich bräuchte sämtliches Eisenerz, das ihr ausbuddeln könnt. Das Doppelte der üblichen Menge. Ich weiß, die Mine wirft nicht mehr so viel ab wie früher, aber ich zahle euch einen Aufpreis tot. Das war wohl nix. Mit Spion. Kumpel. Ich war einmal Jap. Was ist das? Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Lot neue Schwerter und Rüstungen schmieden lässt. Gute Arbeit. Ist doch gut für den Schmied. Oh, der bezahlt wenigstens ordentlich. Merkt euch meine Worte. Eines Tages werde ich wieder Jarl sein. Finde ich gut. Wenn du mir dann ein Haus gibst. Ein Bauplatz von Haus. Huch, jetzt habe ich aus Versehen den Kohl ausgekippt. Oh, das tut mir aber leid. So. Was machen wir dann nur? Jetzt muss ich wieder eine Quest suchen. Ich glaube, ich sollte einfach mal eine Reihe anfangen. Von irgendeiner Gilde oder so. Ich schätze mal, das wäre das Beste. Ich rede nochmal mit dem Jarl, jetzt, da ich die Banditen besiegt habe. Vielleicht ist er da etwas freundlicher zu mir und gestattet mir noch eine Aufgabe. Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht so... Wie seid ihr so jung? Onkel Dengeier war bis vor kurzem Dengeier. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Na, hast du ein Glück gehabt. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Ja, das wäre schön. Oh Mann, wo soll ich denn dieses scheiß Bier herbekommen? Das ist doch verrückt, ey. Ja, wo gehen wir denn da jetzt mal hin? In höchster Not. Nee, ich glaube, ich frag mal noch, Weißlauf nach Gerüchten rum. Da gibt's, soweit ich weiß, noch mehr. Also mehr interessante Sachen. Hier drin. Oh, es gewittert. Barsch. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Die Wachen in dieser Stadt. Kommandant Kaius stolziert in Drachenfeste herum wie ein Gockel. Die Arbeit von dem Kerl könnte ich doch mit verbundenen Denkt Augen... Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine Sekunde... Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise.
Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Warum hast du denn umgebracht? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Super. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nord-Sprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Eine wahre Nord. Aber gegen mich. Genug geplaudert. Nicht. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Gewiss? Was kann ich für euch tun? Nein, singt nix. Ein guter. Dies ist eine Ode an Himmelsreich. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ja. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Cool. Noch ein Gerücht? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Nö. Noch mehr? Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Okay, das war's. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Gut, da haben wir wieder ein bisschen was. Ich schätze mal, ich mache hier Banditenanführer wieder. Ich suche den Schrein von Azura. Ja, ich denke mal, ich mache die Festung. So, also... Wo muss ich dafür hin? Danüber. Ai weh. Okay, dann zum Stall. Jawoll. Ich glaube, ich kaufe mir auch mal ein Pferd jetzt. Ich schätze mal, das habe ich mir verdient. Obwohl, meine Pferde verliere ich immer. Ich habe die schnellsten Rösser in Gang. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Klar. Geld ist kein Problem. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Cool. Reitet schnell wie der Wind. Zack, ab aufs Pferd. So. Ich hoffe nur, ich bringe das Pferd nicht um, weil ich es wieder mit irgendwo neben irgendwelchen Einheiten park. Und das dann von allen Seiten angegriffen wird, das doofe Vieh. Ich finde das immer ein bisschen doof mit dem Pferd. Gerade wenn man so rumreitet und dann kommen die Wölfe und alle Wölfe greifen das Pferd an und dann greift er die Wölfe an und erwischt aber aus Versehen das Pferd mit. Das ist mir schon so oft passiert. 1000 Gold in den Sand gesetzt. So, wo lang müssen wir jetzt? Zur anderen Seite vom Fluss müssen wir weiter. Dadam, 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 dadam. Was ist mit dem Skeber los da? Keine Lust mehr? Zum Glück. Sonst hätte der Skeber wahrscheinlich mein Pferd umgebracht. Oder ich meins, weil ich den Skeber angreife. Hihi. Oho, haha. So. Die Augen offen halten hier. Ja, super. Aua. Mache ich mir einen schönen Teppich, Kätzchen.
Ich glaube, ich sollte mal einen Trank nehmen. Heilung, Heilung, Heilung. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. So. Mann, Mann, Mann. Kommen auch noch Wölfe. Pferd, komm zurück. Dietrich Gold, Granatstein, Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Orkisches Schwert, Gewichtschaden. Stahl durch. Komm her. Wolfspelz. Wolfspelz. Hey. Pferdchen. Alles gut. So. Nochmal speichern. Nicht, dass wieder sowas passiert und dann das Pferd wirklich weg ist. Und genau das ist der Grund, warum ich eigentlich nicht mag, auf dem Pferd zu reiten. Aber ohne Pferd ist man so langsam und ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist der Beschwörer-Typ, sie. Ich wusste doch, dass da noch einer ist. Bleib doch mal stehen. Bam. Gut gemacht, Pferdchen. Geh mal schnell dann auf. Hol mir meinen Loot. Und hier ist der Robe der geringen Zerstörung. Super. Ja, wie der Pfeil genau durch den Kopf durch ist. Übelst krass. Voll gut. Ritualstein. So. Pferd. Pferd, 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 Pferd. Wieder was getötet. Erstmal wieder speichern. So, dann geht's weiter. Badum, badum, badalam, 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 badalam. Didim, didim, didim. Ein Hirsch. Ah, na gut, da rennt er schon wieder. Oder? Ah, rennt schon wieder weg. Das arme kleine scheue Pferd. Hirsch. Das arme Hirsch. Ah, interessant, interessant. Da ist noch mehr Hirsch. Ist er jetzt baden gegangen? Ah ja. Oh. Schwimm ruhig ein bisschen. Soll mir recht sein. So. Da wären wir dann vor dem nächsten Banditenanführer. Und an dieser Stelle mache ich erstmal einen Stopp
für meine erste Aufnahme. Und mit der nächsten Aufnahme geht's dann weiter. Und das Banditenlager hier aus. Und werden uns dann, denke ich mal, von hier aus auch noch ein Stück weiter auf den Weg machen in die nächste Stadt. Ich habe eigentlich vor, hier runter nach, wie heißt die Stadt, hier nach Riften zu gehen. Und dort die Diebesgilde zu machen. Also die Quests für die Diebesgilde. Gut. Jetzt speichern wir noch einmal und dann beende ich die Aufnahme, wie gesagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächsten Let's Plays auch noch anschaut. Oh, soweit erstmal einen schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.